Die Programmierung von Robotern, insbesondere von Leichtbaurobotern und Cobots, wird immer einfacher. Das Ganze lässt sich mittlerweile auf Touch-Displays per Drag-and-Drop machen. Das ist wirklich easy. Aber vorne der Greifer, was ist mit dem? Willkommen bei Next Robotics, Ihrem Kanal für Roboter im professionellen Einsatz, also Industrie, Gewerbe oder auch Handwerk. Wenn Sie das Thema interessiert, freue ich mich über ein Kanalabo. So, das Thema Greifer an Robotern ist wirklich so eine Sache. Ohne ist ein Roboter relativ nutzlos. Aber im Gegensatz zum Roboterarm, der im Rahmen seiner Reichweite so ziemlich alles machen kann, ist der Greifer ein ziemlich spezialisiertes Bauteilchen. Ist ja auch klar. Es gibt leichte Bauteile, es gibt schwere Bauteile. Es gibt welche, die sind weich wie Plastiktüten, es gibt welche, die sind sehr, sehr hart, andere wiederum sind zerbrechlich. Und während die menschliche Hand dank ihrer taktilen Oberfläche und Kraftmomentensensoren in jedem Gelenk sich auf so ziemlich jede Oberfläche einstellen kann und abgesehen davon sogar mehr als die 140 Newton Greifkraft hat, die ein Cobot-Greifer darf, muss ein Greifer für einen Roboter schon ziemlich spezialisiert sein. Und da fangen dann die Probleme an. Ich meine, wenn es um eine Großserie geht, ist die Sache einfach. Sie lassen sich auf Ihre Anwendung hin einen Greifer extra designen und der läuft dann die nächsten 5 Jahre munter vor sich hin. Aber was ist mit den ganzen Kleinbetrieben? Was ist mit Handwerkern? Die wollen so einen Roboter in der einen Woche an der einen Stelle ansetzen und in der anderen Woche womöglich an einer anderen. Und genau dafür brauchen wir dann entweder sehr flexible Greifer, die viel können, oder aber unterschiedliche Greifer, die sich dann aber am Roboter schnell an- und abmontieren lassen und die auch besonders leicht zu programmieren sind. Die Frage, die sich hier stellt, ist, gibt's das schon? Nächsten Mittwoch um 10 Uhr stelle ich all diese Fragen Experten von Zimmer, Schmalz und OnRobot. Zimmer ist ein Hersteller, die haben Robotergreifer in allen Größen und Variationen, pneumatisch, elektrisch und eine große Range an sogenannten Cobot-Greifern, das heißt Greifer für kollaborierende Roboter. Die sollten da noch einiges wissen. Schmalz wiederum ist jemand, die sind fokussiert auf Vakuumtechnik, auf Sauger und Heber und auch die haben ein spezielles Portfolio wirklich für Leichtbauroboter und für Cobots, bei denen kann man sogar spezielle Greifer sich 3D gedruckt bestellen. Und zu guter Letzt ist da noch OnRobot. OnRobot ist ein dänisches Unternehmen, die sehr innovativ sind auf diesem ganzen Markt, die diese Cobot-Schiene im Prinzip auf der so ein bisschen mitschwimmen und die teilweise ganz skurrile Greifer haben, teilweise auch ganz clevere, normale, elektrische Greifer. Und mit all denen diskutieren wir dann mal, wo liegen die Probleme bei Greifern? Wie lassen die sich programmieren? Ich meine, da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Ich kann entweder die Schnittstelle des Roboterarms selber nehmen, dann muss ich nur ein kleines Kabel anklemmen und der Rest läuft im Arm lang. Oder aber ich brauche eine separate Verkabelung, keine Ahnung, Starkstrom, Pneumatik, was auch immer. Dann ist die Frage, brauche ich eine eigene Programmierumgebung oder kann ich das in dem Programmiertool des Roboters selber programmieren? Geht das einfach? Muss ich da irgendwelche numerischen Daten angeben, um wie viel Millimeter sich dieser Greifer ändern muss, oder kann ich Drag and Drop irgendwo ein Modul nehmen und sagen, Greifer öffnen, Greifer schließen, oder geht es sogar noch einfacher, bewege ein Teil von da nach da. All diese Möglichkeiten gibt es, zumindest theoretisch, und wir wollen zusammen rausfinden, was da heute möglich ist. Zusammen deshalb, weil es eine Live-Expertenrunde ist, eine Art Webinar, und Sie können dort direkt Fragen stellen. Ich stelle Fragen, Sie können das aber auch. Ist doch ein guter Grund, dabei zu sein. Also, es würde mich freuen, wenn Sie sich jetzt anmelden. Da unten ist ein Link, oder da oben, oder da. Also, irgendwo haben wir einen Link hier in der Nähe auf YouTube. Da gehen Sie am besten drauf, melden sich an zu diesem Webinar und dann sind Sie dabei, wenn wir hier von Next Robotics live mit diesen drei Herstellern ins Gespräch gehen. Ja, ich hoffe, Sie nächste Woche zu sehen. Wenn Sie das soweit schon mal ganz spannend fanden, freue ich mich über ein Like. Noch mehr freue ich mich aber, wenn Sie nächste Woche dabei sind. Tschüss, bis zum nächsten Mal.